Oliver Stone ist ein hochinteressanter, aber auch sehr kontroverser Filmemacher. Ich hatte mal wieder Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Anlass des Gesprächs war die Publizierung seines biografischen Buchs Chasing the Light. Das ist ein Buch, das eigentlich jeden Filmfan einlädt, ihm hinter die Kulissen von Hollywood zu folgen und zu erfahren, wie dieser Bad Boy des Films von seiner Kindheit, seinen Eltern, seiner Jugend und auch vom Krieg geprägt wurde. Hi, nochmal der Titel Chasing the Light mit dem langen Untertitel Writing, Directing and Surviving Platoon, Midnight Express, Scarface, Salvador and The Movie Game. Übrigens, das Buch ist auch in Deutschland erhältlich, allerdings nicht übersetzt, mit dem gleichen Titel, aber mit einem geänderten Untertitel. Der Untertitel auf Deutsch heißt How I Fought My Way into Hollywood from the 1960s to Platoon. Der deutsche Untertitel weist darauf hin, dass das Buch mit Platoon endet. Und das war etwa in der Zeit seines 40. Geburtstags. Inzwischen ist er 74 Jahre alt. Er hat insgesamt rund 20 Filme gemacht, plus etwa 8 Dokumentationen als Autor, Regisseur und Produzent. Und jetzt fragen mich die lieben Kollegen von Fred Carpet, die wollten nämlich wissen, was meine Top Oliver Stone Filme sind. Ich finde solche Fragen eigentlich immer ein bisschen schwierig, weil, also insbesondere, wenn es sich um zeitgeschichtlich oder politisch relevante Filme handelt. Und das sind eigentlich alle Filme von Oliver Stone. Weil solche Filme oft nicht besonders gut altern, denn sie verlieren im Laufe der Jahre ihren direkten Zeitbezug. Ich muss allerdings sagen, dass einige seiner Filme noch immer sehr sehenswert sind, auch wenn die Aktualität inzwischen in den Hintergrund getreten ist. Und das ist der Fall bei seinem ersten Film als Regisseur, Salvador. Ein bisschen Hintergrund. Oliver Stone wurde als 19-jähriger freiwilliger Soldat in Vietnam. Das Titelbild seines Buches zeigt ihn total erschöpft in wenige Tage vor seiner Entlassung. Er verbrachte einige Jahre im Dschungel von Vietnam, hatte unzählige Fronteinsätze, sah den irrsinnigen und sinnlosen Tod vieler Menschen und schließlich wurde ihm bewusst, wie er sagt, dass der Einsatz der US-Truppen in diesem fernöstlichen Land auf einer Lüge basierte, geschürt von dem berüchtigten Military Industrial Complex, der Milliarden durch den Krieg scheffelte, also Wall Street und die Waffenproduzenten. Aber dann sah er, dass die USA von der Vietnam-Katastrophe nichts gelernt hatten. Wieder wurden Truppen in ein kleines Land geschickt, wieder mischten sie sich ein in einen schwelenden Bürgerkrieg, wieder auf Kosten der armen Bevölkerung in El Salvador. Stone schrieb das Drehbuch, kratzte ein Mini-Budget zusammen, das dann mitten im Dreh verbraucht war und er war im Totalstress, weil er nicht weiter wusste, bis sich dann eine britische Filmcompany seiner erbarmte. Wie gesagt, auch wenn der direkte Zeitbezug, Nachfolge von Vietnam, bei diesem Film kaum mehr erkennbar ist, bleibt der Film einer meiner Favoriten. Der Vietnam-Film dann, Platoon, ist seine persönliche Abrechnung mit seinem Kriegstrauma. Von all den Regisseuren großer Vietnam-Filme, Cimino, Coppola, Kubrick, ist Oliver Stone der einzige, der echte, hautnahe, persönliche Erfahrung beim Dreh mitbrachte und der mit seinen eigenen Augen sehen konnte, wie verlogen die Kriegspropaganda war. Deshalb das Motto des Kriegs: Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Der Film wurde allgemein als authentisch empfunden, authentischer als alle anderen Vietnam-Filme und er wurde mit einem Oscar als bester Film ausgezeichnet. 12 Uhr nachts, Midnight Express, ist ein weiterer Film, der zu meinen Favoriten zählt. Oliver Stone hat das Drehbuch dazu geschrieben. Wie wir kürzlich sagten, war es Alan Parker, der die Regie dabei geführt hat. In seiner Biografie beschreibt er, wie stoned er war, als er seinen Golden Globe dafür bekam. Er konnte nur noch faseln. Er musste tatsächlich
von der Bühne begleitet werden. Überhaupt beschreibt er in krasser Deutlichkeit und Offenheit seinen oft exzessiven Drogenmissbrauch. Um Drogen geht es in Scarface. Auch hier hat er für einen anderen Regisseur geschrieben, nämlich Brian De Palma. Al Pacino ist Tony Montana, ein krimineller Ex-Kubaner in Miami, der sich hocharbeitet zum Kartellboss. Ich habe nebenbei bemerkt den Film schon ein Dutzend Mal gesehen, aber noch nie in deutscher Synchronfassung. Und die kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen, denn der kubanische Akzent in dem Englisch von Tony Montana ist ein ganz wichtiger Teil seiner Präsenz. Nach dem Risiko gefragt, wie kann man denn einen mörderischen Primitivling wie Tony Montana zum Helden eines Films machen, antwortete Oliver Stone, weil der sich ganz konsequent als freier Mann fühlt, ganz konsequent seinen eigenen Gesetzen folgt und die Verlogenheit und die Korruption seiner Umwelt, Banken, Behörden, Polizisten, die entlarvt und verabscheut er. Um die Korruption in der Finanzwelt ging es in einem anderen Stone-Hit, Wall Street. Hier war das Motto, das inzwischen schon fast in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist, Greed is good. Das Motto der 80er Jahre, das Credo des Kapitalismus. Mit einer Glanzleistung von Michael Douglas, der ebenfalls dafür mit einem Oscar gekürt wurde. Snowden ist sein bislang letzter Film. Oliver Stone besuchte den Whistleblower in Moskau, recherchierte seinen Hintergrund und seine Motivation und fand in Joseph Gordon-Levitt den idealen Darsteller des Ex-CIA-Mannes, der den Menschen dieses Planeten mitteilte, dass sie alle ausnahmslos von Geheimdiensten bespitzelt und überwacht werden. Ein Bild hat sich mir besonders eingeprägt. Ein Globus umwoben von einem Gewirr von Lichtströmen, dem Internet. Und das Ganze zoomt zurück und plötzlich wird aus dem Globus ein Auge, ein gigantisches Auge und aus dem Netz eine Netzhaut. Der Film wurde fast ausschließlich mit deutschem Geld finanziert. Und es ist eine Schande, sagt Oliver Stone, dass kein Hollywood-Studio dieses heiße Eisen anfassen wollte. Mit einem Thema, das, wie er sagt, sehr, sehr wichtig ist für ihn, ist er immer noch nicht fertig, nämlich der Ermordung von Präsident John F. Kennedy. Sein Film JFK, Tatort Dallas mit Kevin Costner, war der wohl umstrittenste seiner Filme. Weil er aber total überzeugt ist, dass die offizielle Interpretation des Attentats eine kalte Lüge ist, arbeitet er seit Jahren an einer Dokumentation, weil, wie er sagt, in den vergangenen 5 Jahrzehnten so viel mehr Detailinformationen ans Tageslicht gekommen sind. Wann er mit dieser Dokumentation an die Öffentlichkeit geht, weiß er noch nicht. Der Titel heißt JFK, Destiny Betrayed. Das ist meine Auswahl aus den Oliver Stone-Filmen. Ach, einen anderen will ich noch erwähnen, U-Turn. Das ist eine kleine, ganz amüsante Charakterstudio mit Sean Penn auf der Flucht von der Mafia gerät. Er strandet in einer Kleinstadt, wo alles schief geht, was nur schief gehen kann. Mit Jennifer Lopez, John Voight, Billy Bob Thornton und einem wieder mal verrückt spielenden Joaquin Phoenix. Sean Penns Frage in dem Film ist berechtigt. Is everybody in this town on drugs? Checkt ihn aus, den Oliver Stone, denn langweilig ist er nie. See you next time.